Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Glossbosse, zu diesem neuen Video. Wir vloggen heute mal wieder. Wir, ich und der Börge. Der ist, glaube ich, gerade kacken oder was. Ja, wir haben heute einen S5 da in Manhattan Blau. Oder Manhattan Schwarz, wie heißt ich? Oder nur Manhattan? Manhattan Grau. Ja, Manhattan Grau. Moin, Börge. Moin. Ja, haben den schon gewaschen und alles. Haben schon mal Zuschauern so ein bisschen angeguckt. Der hat so ein paar komische Stellen. Ist Baujahr. Was war das nochmal? 328? März 18 oder sowas, ne? Guck mal hier zum Beispiel. Habe ich. Soll ich mal drauf gehen? Guck mal hier. Hier wurde mal irgendwie geschliffen. Ne, wir machen ohne Licht. Machen wir ohne Licht. Ne, ja, so sieht man besser. Hier auch. Ja, da. Oder geh mal die Lampe bitte an. Ich mach mal selber. Ja, da. Da wurde mal irgendwie geschliffen, da sind auf jeden Fall Schleifspuren drin. Na gut, eingebrannte Fliegen ohne Ende. Schon stark zerkratzt, ne? Wenn ich jetzt mal so guck. Jetzt so guckst, der ist krass, ey, übel. Ja, uiuiui. Ach, da geh ich aber. Boah, guck mal. Und der Unterschied ist krass. Also die Tür, die, das habe ich schon gesehen bei der Anlieferung. Nur die Tür ist krass zerkratzt. Ja, gehen wir nochmal rüber. Sieht aus, als hätte jemand schon 50-50 gemacht. Ja, irgendwie komisch. Das sind nur die Türen. Ja gut, hier noch in dem Bereich noch Hologramme und der übliche Scheiß. Na. Ja, das sieht wieder okay aus, ne? Ja. Klar, auch ein bisschen mal drin, aber... Und die Rücklichter, die lassen sich auch immer was einfallen. Wie willst du sowas denn polieren? Ja. Hast du eine Handarbeit gefragt? Ja, machst du ja diesmal dann, ne? Ja. Alles klar. Ja, gebucht wurde hier ein Durchgang. Mal gucken, wie zufrieden wir damit sind. Eventuell machen wir so an manchen Stellen noch einen zweiten Durchgang, aber mal schauen, oder? Ich jetzt noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir durchkommen. Aber grünes Pack Ultimate Compound, würde ich sagen, ne? Würde ich auf jeden Fall machen. Na, guck mal her. Guck mal, sind die jetzt aus Glas seit neuestem? Wenn du guckst, oder hast du die schon poliert? Nee, aber das sieht doch cool aus. Gut, ne? Ja. Komm. Könnte Glas sein, ja. Hier ist ja auch Glas, ne? Die sind ja auch aus Glas. Ja, genau. Das hier vorne ist. Ja, genau. Ja, dann wird das auch Glas sein. Auf jeden Fall. Ach, das ist ja super. Ja. Nicht mehr diese Klavierlack, dieser Klavierlack-Mist. Das ist ja super. Cool. Aber die Haube, alter Schwede, guck mal, hier auch so Schleifspuren irgendwie. Ja, warte, warte mal. Ja. Jo. Ja, komisch. Ja, also gucken wir mal, was da so geht. Genau, ne? Da an der Kante. Siehst du, wenn du von hier guckst, da. Genau da, siehst du? Ja. Ja, krass. Ja, gut. Es ist, wie es ist. Nicht lang schnacken, guck. Nee. Poliermaschinen in der Hand. Ja. Mal arbeiten. So, ich habe jetzt hier nochmal den Teil von der Motorhaube poliert, den hier. Hier sieht man aber vielleicht noch den Übergang so, ne? Genau. Wo poliert ist, wo nicht poliert ist. Mal fokussieren hier. Ja, da. Hier sind noch diese Schleifspuren. Ja. Aber Burger, der Fokus von der Kamera, der ist aber nicht so toll. Ja, der ist manchmal ein bisschen tricky, aber es geht. Ja.
So, mal gucken, ob ich das eingefangen kriege, weil jetzt habe ich hier entdeckt, dass hier, genau hier, gucken, hier machen wir Klebeband genau vom, ja genau, machen wir da hin. Ja. So, fokussieren. Ja. Alles gut? Jetzt sieht man das. Ja, so, jetzt pass auf, Leute, jetzt müsst ihr links vom Klebeband gucken, so einen Zentimeter nach links, da sieht man eine Leuchtstoffröhre, so eine Unebenheit. Das ist ihm klar. Deswegen vermute ich jetzt einfach mal, die Haube wurde nachlackiert, Börge. Die ist nicht original. Hast du das schon abgemessen? Ja, kann ich mal machen. Ja. Weil ich denke nicht, dass sowas bei Audi durch die Qualität soll ich ihn halten geht. Also, oder soll ich mal ja, kannst du messen. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass die jetzt nachlackiert wurde. Ja, gut. Das ist jetzt ja. Kein normaler Wert, ne? Okay. Hast du gesehen? Was hat die Tür zum Beispiel? Okay, Haube wurde definitiv nachlackiert. Ja, erklärt natürlich auch hier die Schleifspuren, die hier schon drin waren. Hier waren ja welche drin, hier vorne waren welche. Ja, nicht so schön. Nicht so schön. Ist ja erst mal 3 Monate alt, die Karre. Ja, aber man muss auch mal so sehen, ne? Also wurde dann schon irgendwie lackiert. Ich weiß jetzt nicht, ob der Besitzer schon davon weiß, aber ja. Du siehst aber auch einen guten Rauchschleier. Ich weiß nicht, ob du das hier eingefangen kriegst. Ja, habe ich da vorne schon bei mir. Ja? Ja, also das ist richtig man, krass. Sieht man extrem. Gut, können wir nichts dran ändern. Wir können auch nur die Oberfläche bearbeiten, wie darunter lackiert wurde. Da haben wir weniger mit zu tun. Ja, müssen wir jetzt mit klarkommen. Aber heiter weiter, Börge. Ich wollte gerade sagen, wie sagst du das so schön? Heiter weiter. Politur-Rückstände. Ja. Einer muss ja hier mal lochen. Ja, ich mache hier Social Media Manager. Apropos Social Media Manager. Leute, wir lassen mal wieder die Community entscheiden, was für ein Thema wir behandeln wollen. Ja. Und deswegen werde ich mal wieder hier. Warte, komm mal hier. Soll ich dir mal helfen? Nee, guck mal hier, krieg ich hin. So, Story. Zack, auf normal. So, jetzt werde ich wieder so wechseln. Ja. Ja. Es ist mal wieder soweit. Ihr dürft entscheiden, welches Thema wir beim Vlog behandeln. Zur Auswahl stehen Keramikversiegelung sinnvoll oder nicht. Und was war das andere? Tüchermanagement. Also, ihr dürft entscheiden. So, guck mal, das haben wir jetzt so aufgenommen. Da mache ich jetzt hier noch so eine Umfrage rein. Und dann. Hoch damit. Hoch. Okay. Alles klar. Rechts rein wollte. Das sind hier die 101 mm Le Country Pads. Die passen nicht genau auf den Schutzzeller. Das hat aber einen guten Grund. Wenn ich jetzt Druck ausübe, wird der Schutzzeller. Komm mal ein bisschen. Oder siehst du das? Oder komm mal ein bisschen heran. Dann wird der Schutzzeller so richtig schön eingeschlossen vom Pad. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier so Siegen poliere, wenn ich die jetzt mit dem normalen Pad polieren würde, hier zum Beispiel mit dem hier, mit den flachen Nanolex Pads, ne, so ist alles gut. Aber hier, so, da wird schon schwierig. Da sieht man schon, ne? Da müsste ich so wieder stark überlappen. Dann würde ich wieder hier die Kante ganz krass auf der Kante polieren. So, deswegen nimmt man hier ein bisschen größeres Pad. Damit kann man so richtig schön in die Rundung rein. Ich zeige das einmal. Was der Marvin natürlich nicht weiß, ich habe da gerade auch schon poliert und habe das sogar für euch aufgenommen. Ja, pass auf.
Das ist jetzt, ihr habt ja jetzt gesehen, das ist jetzt erstmal keine Kunst, hier in diese Runde reinzugehen. Das Ding ist aber, der Pad muss sich weiterdrehen. Und das macht das mit dem großen Pad. Ja. Mit den Nanolex-Pads funktioniert das nicht, wenn ich hier so in so eine Runde reingehe, weil das muss immer eigentlich recht flächig aufliegen. Aber damit super. Also besorgt euch da mal so ein, zwei Pads von. Da braucht man gar nicht viele von. Aber diese Sicken, das wird immer mehr bei den Autos. Ja, perfekt. Das nochmal so als Tipp nebenbei. Ne? Und jetzt komm, müssen wir mal ein bisschen weitermachen. Ne? Burger, komm, das ist auch schon wieder 15 Uhr oder so. Flur haben wir? Alter, weiter. Flur haben wir? Ja, hab ich gar nicht gehört. 9:46 Uhr. Ich hab da mal so eine Nachricht gekriegt, ob wir immer so reden. Also er versteht manche Sachen nicht, weil wir anscheinend so ein bisschen mit so einem Ruhrpott-Slang reden. Das war jetzt also zum Beispiel, Flur haben wir. Jeder versteht im Ruhrgebiet, das heißt, wie viel Uhr haben wir. Aber wir sagen... Ach so, wie Mario und Mario. Ja, ja, genau. Wie Mario und Mario. Okay, okay. Komm, Dirk, ich möchte jetzt auch mal weitermachen hier. Komm. Ja, okay. Habe ich jetzt poliert. Übrigens mit der Ultimate Compound auf grauem Nanolex-Pad. Das sieht dann so aus und vorher so. Jo. Ja, wir sind ja fertig mit Polieren, sind soweit durch. Burger wäscht schon gerade seine Pads, beziehungsweise schleudert die Pads aus. Ja, war doch viel, viel mehr Arbeit, als wir gedacht haben. Der Kunde hat zwar nur einen Durchgang gebucht, aber... Ich sag gerade, der Kunde hat zwar nur einen Durchgang gebucht, aber... Ja, wurden dann aber manchmal auch drei, ne? Genau, wurden dann manchmal drei Durchgänge, weil wir dann doch nicht so zufrieden waren und... ja, wie das immer so ist. Ja, sie, also Glanz ist schon mal, der hat sich schon mal richtig eingestellt. Ne? Wie gesagt, Haube war viel, viel mehr Arbeit. Da sind wir teilweise sogar viermal drüber. Ne, so Schleifspuren und eingebrannte Fliegen. Und ja, nach so kurzer Zeit schon so im Arsch, ne, kann man sagen. Aber gut. So, dann, worum es eigentlich geht hier, Thema vom Vlog. Dann habe ich hier... Mal einmal zusammen hier. Vloggen, moin, das, das. So, Vlog-Thema. Ups, und so weit. So, 29 Leute haben abgestimmt für Tüchermanagement. 32 Leute für ist Keramikversiegelung sinnvoll? Ja, gut, würde ich sagen, Thema heute, Burger, ne, ist eine Keramikversiegelung sinnvoll? Ja, ich wollte auch nochmal gucken. Ich hatte ja auch einmal gefragt. Ja. Ich habe 51 zu 49. 23 Stimmen für Keramik sinnvoll. Und 24 für Tüchermanagement. Aha. Ja, aber mal, okay, machen wir trotzdem Keramik. Ist eine Keramikversiegelung sinnvoll oder nicht? Machen wir, oder? Ja, ist sinnvoll. Ja, ja, okay, das war's. So. Bis zum nächsten Mal. Nee. Wir schmeißen jetzt hier der Duraflex drauf, entfetten den vorher nochmal zweimal. Und ja, draufschmeißen. Mhm. Zweimal einen fetten Duraflex drauf. Dann würde ich sagen, melden wir uns wieder. Ich bin sehr zufrieden. Und du? Auch. Sieht richtig cool aus. Das will ich mal meinen.
Ja. Also da mit hinten grau, fantastisch. Das sah gestern Abend auch ein bisschen grünlich aus, finde ich. Ja. Ja, doch sehr schick. Ja, wir haben dann gestern noch die Felgen haben wir versiegelt, die haben wir abgenommen und versiegelt. Im G-Technik C5. Bremssättel hast du mit Guillaume Rim gemacht, ne? Genau. Richtig. Bevor er sauber gemacht hat. Sieht man jetzt vielleicht hier nicht so unbedingt auf dem Video. Aber die schönen Audi Sportfelgen, die hast du ja gezeigt, ne? Ja. Sehr gut. Ja, gut. Burger, top Job. So, wir haben mal Instagram-Umfrage gemacht, was für ein Thema wir in diesem Vlog behandeln sollen. Burger. Ja. Ich habe gestern noch mal reingeguckt, gestern Abend. Ja. Umfrage für Thema Aufbereitung. Ja. Da haben wir hier ganz knappes Ergebnis gehabt. Gerne. Eigentlich war es am Ende 50-50. Genau. 50% wollten ja, Büchermanagement. Andere 50% wollten, ist eine Keramikversiegelung genau, sinnvoll? Genau. Wir haben uns aber gestern entschieden, wir machen Keramikversiegelung sinnvoll oder nicht. Genau. So, dazu muss man erstmal sagen, eine Keramikversiegelung, erstmal, was sind die Vorteile? Warte mal her. Was muss man dazu sagen? Was sind die Vorteile bei einer Keramikversiegelung? Okay, ja. Zum einen die Standzeit, das ist natürlich der allergrößte Vorteil. Nächste Ding ist Widerstandsfähigkeit. Gegenüber Vogelkot, Baumharz, Teer, Kratzer bedingt, wird da immer viel mit geworben, dass eine Keramikversiegelung kratzerresistent macht, den Lack. Ist so nicht richtig, gibt zwar ein paar Tests dazu, aber man muss dazu immer sagen, die Kratzer sind dann in der Versiegelung, nicht im Lack. Also wenn man es wörtlich nimmt, ja, die macht den Lack widerstandsfähiger vor Kratzern, ist aber dann halt in der Opferschicht der Keramikversiegelung Kratzer. Ne? Wir sagen den Kunden generell immer, nee, schützt nicht vor Kratzern, weil damit, oder wenn ich dem Kunde das sagen würde, hör mal, ist gar kein Problem, du kriegst dann weniger Kratzer rein oder gar keine Kratzer, der fährt dann nochmal durch die Waschanlage, kriegt dann Kratzer rein. Direkt schlechte Meinung. Du hast mir doch gesagt, da kommen keine Kratzer mehr rein. Doch, da kommen Kratzer rein, aber nicht mehr vielleicht so tief, nicht mehr so viele. Deswegen sagen wir eigentlich generell, nee, die schützt nicht vor Kratzern. Nachteile gibt es natürlich auch. Speziell für uns Autopflegern, weil die so lange hält. Das ist, finde ich, ein Nachteil. Man muss weniger machen. Man hat ja doch dann irgendwie so ein bisschen Spaß daran, seine eigene Karre zu wachsen, neu versiegeln, irgendwie mal neu zu polieren. Wenn ich jetzt so eine standhafte Versiegelung auftrage, wie das Guion Duraflex, habe ich dann manchmal 3-4 Jahre Ruhe. Ne? Muss man auch bedenken. Also man hat dann weniger zu tun. Ist für mich ein Nachteil, weil ich möchte gerne was an meinem Fahrzeug machen. Deswegen wieder zur Ursprungsfrage zurückzukehren, ist eine Keramikversiegelung sinnvoll oder nicht? Kommt drauf an. Wenn du jetzt ein Vielfahrer bist, viel Autobahn und keine Ahnung, machst 20, 30, manche machen da 40.000 Kilometer im Jahr, natürlich super sinnvoll, weil sie dann so lange hält, weil sie so viel schützt. Wenn wir da so Anfragen kriegen, könnt ihr mal mein Drittfahrzeug damit versiegeln. Damit weiß ich ja direkt schon, okay, ist ein Drittfahrzeug, der wird also nur im Sommer bewegt. Wird vielleicht nicht mal bei Regen bewegt, ne? Und dann nur 1000 Kilometer im Jahr oder 2000 Kilometer im Jahr. Da ist eine Keramikversiegelung total schwachsinnig. Ja? Moin! Da reicht auch ein gutes Wachs. Ja? Wachs sieht schöner aus, bisschen, ne, macht den Lack so ein bisschen haptisch weich, glänzt so ein bisschen schöner, ne, ein bisschen Nassglanz und so. Hat so ein bisschen mehr Emotionen, so ein Wachs. Deswegen ist meiner Meinung nach bei so einem Schönwetterfahrzeug, beim Liebhaberfahrzeug, so ein Wachs, jetzt hier zum Beispiel, gucken wir mal an, das hier, was Hümmel Carbon, ne, ist jetzt auch nicht ganz so teuer, kostet Pott irgendwie 50 Euro oder so, ist da meiner Meinung nach die bessere Wahl für ein Liebhaberfahrzeug. Ist nicht die bessere Wahl für ein Alltagsfahrzeug, was viel bewegt wird. Also für den S5 hier zum Beispiel. Genau. Der wird viel, ich habe gerade noch mal reingeguckt, Burger, der ist Baujahr 17, 10-17. Oh, das ist doch schon ein bisschen was älter. Okay. Also das nur mal so am Rande. Keramikversiegelung, sinnvoll oder nicht? Wie gesagt, kommt drauf an. Für Vielfahrer ja, für wenig Fahrer nein, definitiv nicht. Wobei natürlich da auch immer die persönliche Präferenz eine Rolle spielt. Wenn man das Guion Duraflex auf dem Fahrzeug aufträgt, was nur im Jahr wirklich 1000, 2000 Kilometer bewegt wird, dann hält die da auch locker 60 Monate. Also das, was der Hersteller angibt. Ja.
dann gibt es gar keinen Grund für die Versiegelung, dass sie sich abnutzt. Ja? Wird dann wahrscheinlich auch weniger gewaschen, das Fahrzeug und so. Deswegen, also für manche ist das dann wieder sinnvoll. Also die Frage kann man eigentlich nicht so beantworten. Es kommt immer drauf an. Burger, wie ist denn deine Meinung dazu? Ich finde Keramikversiegelung doch schon sinnvoller, alleine wenn man die auf dem eigenen Auto hat, das dann auch wäscht und mit der Wäsche in 15 Minuten durch ist, als wenn es gar nicht versiegelt wäre. Wachs mag ich zum Beispiel gar nicht so, weil es hält mir einfach nicht so lange. Darum finde ich Keramikversiegelung definitiv schöner. Und ja, also wie gesagt, für mich gibt es nur Keramikversiegelung, ist das einzig Wahre. Habe ich bzw. wir auch auf unseren Autos drauf und ich bin da total zufrieden mit. Ja. Also total. Also ich muss dazu sagen, ich habe, ich habe den Fehler gemacht, aber ich habe es auf meinem Auto auch drauf gemacht. Okay, soll ich nochmal? Wir können aber, okay. Wir können auch mal einmal rausgehen. Die sind jetzt zwar dreckig, die beiden, aber ich wollte dann auch mal wissen, wie ist die Performance wirklich, ne? Also hier, das ist meiner, das ist der von Burger. Indium Grauer Golf 7, bei mir, bei dir, Blackmagic Pearl Effect Schwarz Golf 7. Mein Gott, wo war es denn damit? Wieder schön über die Bahn, ne? Ja, ich fahre ja 20 Kilometer bis hier. Also, ja, sind jetzt beide, wie gesagt, dreckig. Ich wollte die Performance da mal doch sehen, wie es wirklich bei mir dann aussieht mit der Standzeit. Haben wir auch jetzt noch nicht so lange drauf. Also bei mir sind es, glaube ich, 3 Monate, bei dir? 2. Irgendwie 2-3 Monate. Ne, also zu der Standzeit können wir noch gar nichts sagen. Ich habe jetzt aber jetzt schon so, ich möchte doch wieder einen Wachs, ne? Wenn ich ehrlich bin. Okay. Also ich hätte jetzt schon wieder Lust, da so einen Wachs drauf zu machen. Aber gut, für die nächste Saison vielleicht. Vielleicht hole ich es dann nochmal runter, wenn es dann möglich ist. Ja. Oder schmeiß so einen Wachs drauf, mal schauen. Na. Aber was ist denn jetzt das Resümee? Keramikversiegelung sinnvoll oder nicht? Kommt, glaube ich, immer auf den Typen an, ja, wie oft man fährt, wohin man fährt und vielleicht auch ein bisschen aufs Budget, würde ich sagen. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte den versiegelt haben oder ich will den selbst versiegeln, definitiv, was möchte ich ausgeben, wie lange soll das Fahrzeug geschützt werden? Mhm. Also für mich, wie gesagt, ich mache ja lieber ganz oder gar nicht und dann wäre für mich definitiv Keramikversiegelung am sinnvollsten, wie auch drauf ist. Das stimmt, das habe ich hier gerade auch so ein bisschen vergessen zu erwähnen. Eine Keramikversiegelung ist auch kostenintensiv. Ja. Ne? Also so dieser Wachs, dieses Wachs von Zümmel, das Zümmelcarbon, das kostet, wie gesagt, ja einmal 50 Euro. Damit kann man irgendwie, keine Ahnung, 200 Mal da die Karre machen. Ein Autoleben bist du safe damit. Ne? Also auf jeden Fall. Ich denke. Ja. Also wie gesagt, auch Kostenfaktor. Nicht jeder möchte so viel Geld ausgeben, nicht jeder möchte Endstufe haben. In diesem Sinne würde ich sagen, Video beendet. Ja. Übrigens, das ist das erste Mal, dass wir im Freien hier ein Video drehen oder auch beenden. Ne? Ja, Wetter passt ja auch gerade. So ein bisschen, ne? Also keine Wolken. Mach nichts, mal so, ne? Vielleicht sieht man uns beide, ja? Ja. Ja, ich würde sagen, Spaghetti-Eis oder? Ja, wir haben auch schon wieder 18 Uhr, ne? vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Hör mal, übrigens, 5000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür. Eine ganze Handvoll. Mit ein paar Nullen dran. Hast du gut gemacht, Bruder. Machen wir 5, ne? Ne, 500 nur, ne? Ja, soll ich dir auch noch. Okay. Ja, nochmal dafür vielen, vielen Dank. Also ich hätte es persönlich nie gedacht, dass wir mal so viele Abonnenten bei YouTube haben werden. Heiter weiter. Macht auch von Video zu Video mehr Spaß, ne? Ja, muss ich auch sagen. Macht auch mehr Spaß. Definitiv. Diskutieren auch mal gerne mit euch in den Kommentaren. Also wenn ihr Fragen habt, immer in die Kommentare reinschreiben. Ja. Wir beantworten da eure Fragen mal regelmäßig. Müssen wir auch mal jetzt so ein Special machen für 5000 Abonnenten, oder, Börge? Habt ihr eine Idee? Schreibt doch da unten mal rein. Vielleicht mal hier so eine Facebook-Party machen oder so mit Ausartung und Polizei? Nee, okay, dann nicht. Nee. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Boah, Facebook-Party, Alter, ehrlich? Nee, komm. Hau ab. Ich bin doch Bier hier. Ich fährst halt nie gar nicht hoch, was ist los?